Hallo Leute, ja, hier sind wir wieder in Rügkampfest. Ja, hieß doch Rügkampfest, ne? Ja, genau. Und da geht es darum, dass wir jetzt hier nochmal die Linie 81 kontrollieren, ob da jetzt tatsächlich Sachen mitgenommen werden. Dafür brauchen wir natürlich LKWs, die da auf der Linie sind, der zum Beispiel nicht. Ja, lass uns nochmal die Linie 81 aufrufen und schauen. Die neueren LKWs, ja, wo sind die, ne? Irgendwie auf der anderen Seite eines Berges. Schauen wir mal das Logo und dann wollen wir hoffen, dass da gleich mal einer hier ankommt, ne? Da ist einer, aber der hat Bretter drin, voll geladen kam er an und voll geladen fährt er natürlich auch weg. Da ist kein Unterschied drin. Der nächste. Der ist auch voll geladen. Der ist auch voll geladen. Der hat Baumstämme drin. Das hatten wir letzte Folge auch. Am letzten, da war nämlich ein LKW mit Baumstämmen unterwegs. Oh, der hat gar nichts drin. Aber der ist Linie 91. Holt der hier was? Ja, der kriegt hier Steine mit. Okay, da liegen ja auch ein paar, ne? Fährt der lang? Also, der war Linie 91. Linie 91 hat nur noch drei Steine. Das ist Linie 92. Was bringt der? Der bringt für die Dinge ins Fabrik hier Steine. So, 81. Da haben wir 81, aber auch voll. Kommt 92, nee, 93 war das mit Steine, ne? War doch 93, nee, 92 war es mit Steine, okay. Hier kommen noch mehr Eisen angefahren. Müssen wir aufpassen, dass es hier nicht gleich wieder überfüllt ist, oder? Noch haben wir Lagerhaus genug. Wann kommen diese LKWs, die erst 4 Monate alt sind? Wahrscheinlich jetzt 5. Da ist einer. Okay, das ist Linie 91, der ist leer. Jetzt kommen gerade die ganzen Kies-LKWs oder Stein-LKWs. Der fährt mit 21 weg. Linie 81, da liegen auch noch zig Steine. Die werden auch irgendwo hin, müssen auch irgendwo hin transportiert werden, aber es ist kein LKW da, das ist das Problem. Oh, was ist hier mit dem los? Warum ist der leer? Hat nur 7 geladen, okay. Er hat 10. Er hat 7, okay, da funktioniert irgendwo was nicht mehr. 81, aber voll. Ja, ich weiß nicht, wo die wegkamen, ne? 81 voll. Hier unten ist noch ein LKW. 82, das ist eine ganz andere Linie. 81 voll. 82. Irgendwie klappt das nicht, was ich hier vorhabe, glaube, ne? Kann das sein? Hier liegen 20 und 4. Ach so, die 56 auch noch. Aber dann ist hier doch mal langsam Sabbat, oder? Dann müsste es doch langsam was werden hier. Aber wahrscheinlich kommt gleich ein Zug und dann ist hier wieder ganz viel liegend, ne? Okay, der nimmt jetzt Holzstämme mit. Der ist auch Linie 81, aber der kommt mit Holzbatterien schon an, aber der entlädt die hier und holt Holzstämme. Okay, 24, das waren die letzten Holzstämme. Das würde bedeuten, das ist Linie 82, das ist es jetzt nicht. Der nächste LKW, der hier kommt, der müsste es ja sein, oder? Jetzt sind 140 Holzstämme. Da war ein Zug oder was da, ne? Läuft, oder? Aber es müssen ja auch diese Sachen jetzt als erstes genommen werden, meines Erachtens, weil die ja jetzt älter sind, oder? Kann ja jetzt nicht angehen, dass es das anders ist.
Muss doch ein LKW kommen, der das als erstes mitnimmt, oder? Jetzt kommt natürlich kein LKW, ne? Ist auch klar. Mann, da waren so viele drauf. Ich habe doch zig dazu gekauft, oder? Warum kommen die nicht? Wo stehen die hier im Stau? Hier, die sind ein Jahr alt. Mann, der ist schon voll. Aber warte mal, der entlädt ja. Ja, das ist das Problem, ne? Das Spiel hat gar keine Interesse daran, was anderes zu machen, wie Baumstämme zu fahren. Dann kann das ja auch nichts werden, ne? Er bringt jetzt hier die Bretter wieder weg, genau, und dann nimmt er die Holzstämme mit. Oh, jetzt kommen mal ein paar mehr. Jetzt könnte es was werden. Jetzt klappt's, glaube, oder? Linie 81. Okay, das war Linie 82. Der ist Linie 81 und fährt Holz durch die Gegend, ist klar. Der bringt das weg und holt jetzt das Eisen. Jetzt kommt der nächste Zug und was liefert der uns hier Schönes ab? Wahrscheinlich irgendwas hierfür, ne? Ne, doch nicht. Was ist jetzt hier für Linie? Okay. Linie 81. Der hat jetzt erstes Rohstoff genommen, ne? Steine sind schon drinne. Ist wieder Holz da. Wäre schön, wenn mal kein Holz da ist und die einfach so rausfahren. Jetzt kommt der nächste Holzzug wahrscheinlich, oder? Ne, doch nicht. Er bringt hier andere Materialien. Das war 81, Steine geholt. Er macht Holz. Zweiundachtzig, okay. Wie rentabel ist denn so eine Linie? 583.000, ne? Der kommt jetzt und holt was? Holz. 56. Ist auch 81. Der kommt schon mit Holz an, liefert das hier ab und nimmt welches mit. Auch geil, oder? Okay, der fährt mit Holz weg, oder? Ja. Holz ist klar alle. Aber da kommt bestimmt schon der nächste Zug da. Das heißt, da kannst du noch ein paar LKWs draufsetzen, oder? Komm mit Bretter. Und lädt er. Und lädt. Okay, das ist jetzt mal weg. Das heißt, wenn er jetzt hier ein 82er. Ist auch ein 82er. Ja, läuft nicht. 13. Jetzt müssen zwei LKWs wenigstens noch kommen, damit das hier mal weg ist. Dann können die durchfahren. Beziehungsweise ich glaube, wenn der nächste kommt, der diese Maschinenteile mitnimmt, der wäre der erste, der dann die wahrscheinlich im Städtchen abliefert und dann leer da hinten hinkommt. Und da siehe da, kommt wieder Holz an. Ja, bringt alle nichts. Fahrzeuge verwalten. Alle Fahrzeuge klonen machen wir jetzt nochmal, damit da richtig was drauf ist. Dann können die da mal fahren. Hier liegt ja ohne Ende was an. Ja, guck mal, da flackert es schon wieder mit Dingens, sag schon. Ne, das war falsch. Ich
Handelszugang der Güter. Plattform. Können wir hier noch so eine Hütte hinbauen? Geht noch eine? Auf der anderen Seite gehen noch welche, wa? Da ist die erste. So. Jetzt passt's, oder? Jetzt können wir noch mehr einlagern. Können noch mehr Ziegel hier hin. Ja, das ist. Linie 81, aber voll. Oh, der hat nur 29 Stämme, aber der nimmt nichts anderes auf. 32 Stämme. Der fällt schon weg. 8. 28, okay. 32. 31. Alle was anderes hier. 20 Zahnräder. Oh, jetzt ist ernst. Was haben wir hier? Jetzt muss gleich alle sein hier. Jetzt waren die ersten gleich durch. Oh. So, das ist der erste von der Linie 81, glaube ich, der nichts geladen hat. Okay, den Schwung haben wir jetzt eingestellt, jetzt muss es besser sein. Jetzt muss es hier nachher abbauen, oder? Es ist ja ohne Ende mehr geworden. Okay. Was machen wir dann? Dann wollten wir schon seit langem schauen, dass wir eine Fluglinie mal einbauen. Wir haben reichlich an Geld. 4,2 Milliarden sind das, glaube ich. Da können wir nochmal hier in Pellingen oder in Leipzigau können wir mal einen Flieger machen, oder? Passagierflugplatz. Flughafen mit getrennten Start- und Landebahn für große Passagierflugzeuge. Ach, da gibt es auch noch Güter, okay. Und der ist so groß. Guck mal, der hat sogar ein Einzugsgebiet. Auch geil, oder? Da geht er schon mal nicht hin. Dann bringt es den da nicht hinzubauen. Hier irgendwie auch nicht so richtig. Was mit dem Städtchen hier? Na, schade, hier ist die Industrie auf der Seite. Das funktioniert also auch nicht. Ich denke, wir bauen ihn hier hin. Geht hier irgendwie. Ah, da, warte mal, da geht er. Ich glaube, er hat auch eine Abdeckung jetzt, oder? Gut. Straße bauen. Sieht gut aus, oder? Hammer, Hammer, Dingens, Hammer. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite der Karte gucken. Nach hier hinten vielleicht. Flughafen bauen. Sind wohl keine Wohnhäuser hier, oder?
Ist vielleicht nicht die ideale Stadt dafür. So ist cool, oder? Bauen wir. So, und dann wollen wir das erste Fahrzeug kaufen. Passagiere. Groß. Fangen wir erstmal mit dem Kleinen an, oder? Kostet 3 Millionen. Was kostet denn ein großer? Gütetyp, Kapazität 20, 50. Okay, das ist jetzt ziemlich stark beschnitten wohl. Gütertypen aller Güter. Okay, das ist also ein. So wollen wir das erstmal. Und dann klein. Und dann groß geht das zusammen. Der geht natürlich nicht zu. Passagiere. Groß. 20, 50, 37, 55. Er ist hier der Beste wohl. Kostet 26 Millionen. Kaufen wir. Neue Linie. Und da nach. Da. Fertig. Ne, das wollte ich jetzt nicht machen. Keiner drin. Und da hebt er ab. Unser erstes Flugzeug im Spiel, wa? Jetzt müssen wir nur gucken, wie das so ist mit Dingens, sag schon, mit Passagieren. Jetzt wird er schon langsamer. Kostet immer richtig Geld hier. Jetzt Sinkflug. Und okay, kommt da auf der Landebahn schon runter. Okay, quietschende Reifen. Er Emission, ja, wunderbar. So, gibt es da Passagiere, die da einsteigen? Nee. Weg damit. Hier abschließen, brauche ich nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Wer fährt hier mit dem Bus? Linie 3. Linie verwalten. Leitzgau. Abzweig. Römerstraße. Friedhofstraße. Und jetzt muss er hier noch hin. Das heißt, wir müssen da erstmal eine Haltestelle bauen. Bus, Tramstation. Zack. So, Linie verwalten. Friedhofstraße. Halt hinzufügen, der da. Gott, jetzt fährt er auch noch dahin. Da sind wir jetzt gespannt, wie sich das hier entwickelt, oder? Hat 7 Passagiere hier drin. Fährt jetzt hier, glaube ich, Richtung Flugplatz. Oder wird noch keiner aussteigen, weil das hier noch zu neu ist, denke ich, oder?
Ja. Linie 3 und 7 Fahrzeuge drauf. Das war der von gerade, oder? Der hat 4. Er ist jetzt da. Wir sind gespannt, wann die ersten Gäste hier aussteigen. Oh, hier stehen tatsächlich schon 2. Sind hier anders hingekommen, oder? Hier ist auch tatsächlich einer, vielleicht ist das ein Fluggast. 5, da ist einer zugestiegen, keiner ausgestiegen. So, wo ist jetzt der zweite Bus? Da kommt der Flieger. Der hat niemanden drin, kriegt jetzt aber den ersten, oder? 2 sogar. Schon 4,3 Miese gemacht, aber pff, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir können es uns doch leisten, oder? Ist nur einer eingestiegen. War noch 2 da, oder? Schon einer wieder abgehauen, naja. So, runter kommen die hier und hier sind die Bremsspuren, da hat einer nicht aufgepasst. Fahrgäste waren das jetzt. Aber hier kommt keiner hin. Schade. Wie sieht es hier hinten jetzt aus? Hier sind 2 Passagiere. Und wir bringen... Warte mal, lass mal schließen. Achso, das ist der Einzugsbereich, okay. Und hier ist die Haltestelle, das heißt, die gehen auch von der Haltestelle nach da dann rüber, oder? Linie 30. 2 Fahrzeuge drauf. Da kommt der Flieger gerade an. Er hat 2 Passagiere dabei und hier sind 2 am Warten wohl. Da ist nur einer drin. Jetzt 4 sogar schon dran. Wow. Hier sind 3 Passagiere. Okay. 4 von 55. Und wir stehen hier hinten jetzt. Die Karte ist natürlich lang, das lohnt sich, ne? Schneller kommst du nicht von A nach B. Hier stehen 3. Der Bus hat 26 Fahrgäste, ist also voll. Jetzt bin ich gespannt, wie viele hier absteigen. 3, okay, das heißt, hier sind gleich 6. Vielleicht. Na, da laufen sie gerade rein. Werden aber nicht mehr. Die waren wahrscheinlich nur da am Arbeiten. Ah ne, jetzt kommt einer dazu vielleicht. Ah, das mit der Bremsung ging vielleicht doch noch. Der war nur spät aufgesetzt, ne? Okay, er fliegt dann mit 6. Ja, 4,1 Millionen, glaube ich, ne? Und ja, 3,5. Es wird besser. Lohnt sich vielleicht doch noch. Hier sind vielleicht 3 ausgestiegen. Vielleicht. Ja, wo war der andere hier? Hier sind jetzt auch 6 am Warten. Linie 30, Fahrzeuge. Hier unten ist er, oder? Ne, ist ein LKW. Hier oben ist er. Ne, ist auch ein LKW. Hier ist er. 13 Fahrgäste. Jetzt mal gucken, wo er die lässt, ne? Da kommt er. Die laufen. Ah, doch, es laufen ein paar nach hier.
6. Ja, rein theoretisch sind es 2, 4, 5. Wenn es 11 werden, dann passt das mit den 5, die da reinlaufen. Sieht aber gerade nicht so aus. Ah, Check-in und sowas wahrscheinlich, ne? Einer fehlt. Na, da ist er auch. 3,4. 2,4. Sieht so aus, als ob das was werden wird. So, jetzt wäre noch interessant zu gucken, dass wir da noch hier noch ein weiteres Ziel haben und ich würde das hier so sehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.